Es gibt sogar Platz für ganze Einfamilienhäuser samt Garten. Vorstadt-Idylle über Manhattan. Sinnvoller wäre aber natürlich die volumenschaffende Erweiterung durch zusätzliche Vollgeschosse. Quantität mit Qualität zu verbinden ist möglich, wie viele bereits gebaute Beispiele zeigen. Und wie Stadtplaner immer wieder betonen, gut geplante Nachverdichtung nach oben sorgt auch für Belebung unten. Flaneure, Passanten, Straßencafés. Das Viertel lebt. Und direkt an dieser Piazza ein weiterer historischer Backsteinbau, der eine moderne Aufstockung erhalten hat. BKSK Architects haben ihn saniert und erweitert. Dieses Viertel ist, wie ich finde, einzigartig in New York und in vielerlei Hinsicht sehr fortschrittlich darin, wie man mit denkmalgeschützten Gebäuden umgeht. Denn es geht nicht nur darum, alte Bausubstanz zu erhalten, sondern auch darum, eine Art von Lebendigkeit zu bewahren, wie es sie früher hier gegeben hat. Also haben wir uns zunächst den Kontext angesehen und untersucht, wie sich dieses Gebäude positioniert in Relation zu seiner direkten Umgebung und dem gesamten Stadtraum. Es grenzt direkt an eine der wenigen europäisch anmutenden Piazzas, die es hier gibt. Und das Gebäude ist von zentraler Bedeutung für die räumliche Definition dieser Piazza. Denn jeder richtige Platz hat genau definierte Grenzen. Und es war schon immer die Absicht der Stadt, hier eine fußgängerfreundliche, ruhigere Zone zu schaffen. Das Kopfsteinpflaster wurde wiederhergestellt, der Verkehr dadurch beruhigt und verlangsamt. Unser Gebäude steht also an einer für diesen Platz wichtigen Stelle und soll helfen, ihn zu gestalten. Das ursprüngliche Gebäude war 2 Etagen hoch und alle umliegenden Gebäude sind viel höher. Eine unserer anfänglichen Absichten war daher, sein Volumen zu vergrößern, um die Umrandung des Platzes, des urbanen Raumes, zu stärken. Doch Bauen in einer Stadt wie New York ist kein Spaziergang. Der ursprüngliche, mit Investor und Denkmalschutz sorgsam abgestimmte Aufbau aus Glaselementen missfiel dem späteren Käufer des Gebäudes, einer Kette von Einrichtungshäusern. Unsere Absicht bezüglich des Glasaufbaus war, etwas zu nutzen, das in deutlichem Kontrast zum vorhandenen Backstein stehen würde, der sehr rau, sehr gebrauchsorientiert war, sehr symbolisch für einen Stadtteil, der im Laufe seiner Geschichte enorme Wandlungen vollzogen hatte. Wir wollten etwas darauf setzen, das fast wie ein Kunstwerk wäre. Wir haben uns den Aufbau als ein Konstrukt aus Metall und Glas vorgestellt, das über dem Backstein fast zu schweben scheinen würde. Mit dem Schweben ist es inzwischen vorbei. Die bereits installierte filigrane Glasfassade musste diesem massigen Aufbau weichen. Das Gestaltungsprinzip der Architekten funktioniert dennoch. Unten der historische Backsteinsockel, darauf die moderne Aufstockung und ganz oben eine weitläufige Terrasse mit Restaurant. So kann auch der gesamte Flachdachbereich genutzt, die quirlige Lebendigkeit der Piazza hier oben fortgesetzt werden. Optimale Raumausschöpfung mit städtebaulichem Vitalisierungseffekt. Ganz in der Nähe ist die High Line und auch das Whitney Museum, das sozusagen ihr Ende markiert. Es ist eine erhöhte Fläche, auf der eine enorme Menge an urbaner Aktivität stattfindet. Das Whitney nutzt das, indem es sich zum historischen Viertel hin orientiert. Durch seine zahlreichen Balkone hat das Museum eine Art öffentliches Leben. Die Dynamik des Viertels funktioniert dadurch, dass Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen verteilt werden. Da ist der ebenerdige Bereich natürlich, dann etwas höher die Highline, schließlich Dachflächen. Sie alle helfen mit, einen sehr aufregenden, vielschichtigen öffentlichen Raum zu schaffen.